Hallo Felix, hier ist eine Videoantwort für dich, also im Buschkopf Felix. Wir sollten den Kocher zeigen. Ich zeige dir ganz kurz meinen selbstgebauten Gaskocher für Windstilloperationen und für stärkeren Wind. Also das ist die Vorheizdose, die ich benutze, die stelle ich unten drunter. Und dann habe ich hier meinen Kocher. Das ist so eine ehemalige Propan-Butan-Feuerzeug-Wiederauffüllflasche. Die habe ich abgeschnitten und nochmal oben abgeschnitten und das obere Teil habe ich hier reingepresst. Dann habe ich ein Teelicht genommen und habe das hier unten etwas geweitet. Und das passt jetzt bei mir ganz genau hier drauf. Und dann habe ich hier oben eine Reihe von feinen Löchern mit einer feinen Nadel gemacht. Und ich fülle also hier den Spiritus ein. Und dann decke ich das Ganze zu. Und wenn ich es dann zu habe, dann tue ich es ein bisschen noch höher machen, dass die Löcher wieder frei sind. Dann tue ich etwas Spiritus. Nicht viel. Hier außen rum. Ich probiere mal, ob das schon reicht. Vielleicht noch ein kleines Schlückchen hier oben drauf. So. Der heizt jetzt ein bisschen vor. Wenn es windstill ist, dann müssten die Jets gleich so innerhalb von 20 bis 30 Sekunden die Jets zünden. Ja, sind an. Kann man jetzt nicht dunkel machen. Oh, vielleicht kriegt man jetzt die blauen an einer Spitze ein bisschen gelben Flammen noch eingefangen. Hier in der Nähe, ich muss weg. Also Felix, mach's gut. Ich wünsche dir noch alles Gute.